Ich heiße nicht nur Johnny Fettfinger, sondern euch auch herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Wreckfest. Wir spielen die Karriere natürlich dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, und das waren die Pro Internationals. Dann machen wir hier unten mal weiter. Doppelärger. Welches kranke Hirn auf die Idee kam, einen Wagen oben auf einen anderen zu schrauben, weiß keiner mehr. Aber diese Rennen sind der Hammer. Wir siegen alle und der Doppeldecker gehört dir. Dann gehen wir da mal rein. Ich glaube, wir können das Rennen betreten mit dem Fahrzeug, was wir haben. Wende das Rennen auf Position 1. Siege mit mindestens 50 Metern Vorsprung. Werde Erster mit deinem Super Burger. Lol. Ach, okay, wir bekommen dieses Fahrzeug gestellt. Das ist ja praktisch. Ui, da flitzt aber ganz schnell los. Ui, Auffahrunfall. Ich war's nicht. Geht, ich hätte gedacht, der fällt jetzt um. Mann, ich bin schon auf V1. Wenn ich jetzt auf V1 bleibe, das wäre toll. Das läuft auch bis hierhin, läuft ganz gut. Ist halt immer nur gefährlich, weil er einen auch genau deshalb, weil einen auch die Mitstreiter hier entgegenkommen. Oder auch mal gecrashte Fahrzeuge hier auf der Fahrbahn rumliegen. Ja, mit den Kurven hier tue ich mich richtig schwer. Ist aber auch nicht einfach. Na komm schon. Der hat aber einen Wendekreis wie ein Panzer. Wobei, ein Panzer, der kann doch auf der Stelle wenden. Der hat einen Wendekreis wie ein LKW. Mal richtig zu erläutern. Egal, auf jeden Fall hat er einen schrecklich großen Wendekreis, hat er hier. Und da liegt auch schon jemand auf der Fahrbahn. Mega knapp, mega knapp. Los. Das zieht sich so in die Länge hier, habe ich das Gefühl. Ja, sicher. Genau. Warum kann ich jetzt nicht weiterfahren? Das steckt hier einfach fest. Oh,
ich hab's schon knallen sehen, ganz ehrlich. Ich hab schon das Schlimmste befürchtet hier, aber ging nochmal gut. Und weiter geht's. Da kommen sie schon wieder alle entgegen, ja. Uff. Ich bin immer noch Hoffer 1, kein Problem. Völlig normal, dass auch mal was schief geht hier auf der Strecke, vor allen Dingen. Ah ja, Hilfe! Ich sag schon gar nichts mehr dazu. Ich friss den Zorn nur noch so in mich hinein. Das ist wirklich ärgerlich, weil so schnell kann man gar nicht reagieren. Selbst wenn man noch in eine andere Richtung lenken würde, so schnell geht das nicht, wie ihr seht. Mal eben ausweichen ist nicht. Aber ich habe mal eben nach oben links gelinst und ich bin immer noch auf Position 1. Ich hoffe, ich bleibe jetzt auch noch hier drauf. Ja, hier ging es noch so mit dem Ausweichen. Man will immer so schnell ausweichen und die Karre reagiert überhaupt gar nicht. Kaum reagiert das. Also es ist nicht so, dass man mal eben nach links lenkt und der macht einen Schwank und das funktioniert sofort. Oh, ich bin auf 15 HP runtergeknallt. Ich muss echt aufpassen, dass die letzte Runde, jetzt möchte hier auf Position 1 bleiben. Ich möchte, dass ihr mir hier auch einen mega fettigen Daumen nach oben geben könnt. Damit sich das auch lohnt, was ihr hier seht. Und ich habe es echt geschafft mit der zerkrischten Karre hier. Das war echt ein Elend, damit zu fahren. Wow. Geschafft. Geschafft. Double Decker gewonnen. Gut, damit werde ich nicht unnötig rumfahren, weil das ist echt ein Desaster, sage ich euch. Aber wir schauen jetzt einfach mal, was als nächstes folgt. Ich hoffe, das wird ein bisschen, ja, galanter davon laufen. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Schön fetter Wagen nicht. Ist lustig anzusehen, aber naja, okay. Beide Zusatzsterne habe ich, Zusatzaufgaben, beide Sterne erreicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich gar nicht bemerkt, Freunde. So habe ich mich da reingesteigert. Das ist ja toll. Leute, das ist ein mega fettiger Daumen nach oben wert. Oder etwa nicht? Fragezeichen in meinem Gesicht. Und ihr könnt auch gerne kostenlos abonnieren und meine Gangstalker hier auf YouTube werden. Darüber würde ich mich sowas von freuen. Eieiei. 8 Race-Events haben wir hier. Das wird noch ein langer Tag für mich, glaube ich. Was ist denn hier los? Nein, International Tour. Die Volkrace-Saison geht auf Tour und startet internationalen Strecken einen Besuch ab. Wir fordern Rennen und noch heftigere Crashs. Nur die fähigsten und tollkühnsten Fahrer schaffen es über die Ziellinie. Boah! Da traue ich mich jetzt mal rein, Freunde. Sei mindestens eine Runde in Führung. Ist ja das Zusatzziel. Uff. Das wird noch ein langer Tag, Freunde. Ich starte jetzt, nicht lange quatschen, sonst wird der Tag noch länger. Ui, ganz schön breit aufgestellt. Ich will erstmal schauen, wie ich hier nach vorne komme. Das ging.
habe ich mich doch gut durchgeschlängelt. Ja, ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen. Oh, lecker. Ganz gut gemeistert, finde ich. Ganz gut gemeistert. Strecke, die Strecke gefällt mir überhaupt nicht. Ne, kann ich mich wirklich nicht mit anfreunden. Aber was muss, das muss. Ja sicher, er gibt Vollgas in der Kurve. Überholt mich. Uiuiui, fast richtig schön rumgedriftet hier. Anstrengend, sage ich euch. Na super, ich bin auf A1 geblieben. Wunderschön. Wunderschön. Und ein Sportluftfilter gibt es auch noch. Wunderbar. Dann schauen wir mal weiter. Für den Anfang noch ganz gut. 7 Rennen stehen uns noch bevor hier in diesem Event. Eine richtige Mammutaufgabe. Fahre die beste Runde hier als Zusatzziel. Ich versuch's. Auf und davon! Ich ziehe hier einfach mal rechts vorbei. Ein bisschen in der Mitte noch. Und schon bin ich vorn. Easy. Jetzt heißt es vorn bleiben. Wow, hier geht's lang. Augen offen halten. Hier gibt's eine ziemlich krasse Kurve, sehe ich gerade. Auch hier muss man wirklich aufpassen bei dieser Strecke. Eieiei, das habe ich doch echt schön gemacht. Hier bin ich echt gut rumgekommen. Auch hier gut rumgekommen. Natürlich mega anstrengend, sich hier drauf zu konzentrieren. Aber es geht. Es geht. Wenn man erstmal warm geworden ist, dann geht's. Und schon die letzte Runde angebrochen. Das ging ja fix. Da steckt irgendwie jemand fest und kommt nicht mehr raus. Aber das soll uns recht sein. Wow, also das war echt mal easy. Man musste sich schon sehr stark konzentrieren, aber es ging wirklich. Wenn man erstmal vorne ist,
dann geht's. Und ein Doppelbügel hier für den Rammer RS. Wow. Schön. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, es läuft genauso chillig wie bisher. Also das erste Event von dem Racing-Event hier war ja wirklich anstrengend und schwierig. Das hier war wirklich nur anstrengend, weil man sich konzentrieren musste. Wenn man die Mitstreiter erstmal abgehängt hat, dann ging's. Und hier in der dritten Event, fahre die beste Runde als Zusatzziel, ist bestimmt möglich. Und schon wieder von der 13. Position starte ich hier. Dann schlingel ich mich erstmal nach vorne durch. Ui, ging ja wieder gut. Ui, schön. Da könnte ich mir gleich selbst auf die Schulter klopfen. Aber man soll den Tag ja nicht vor den Abend loben. Oh, die Strecke gefällt mir. Die ist ein bisschen übersichtlicher. Hat aber auch viele gemeine Kurven. Und Mischbelag auch noch dazu. Ja, ist ja gut. Ein kleiner Rempler. Gehört dazu. Jawohl, beste Runde. Schon mal ein bisschen abbremsen. Und hier schön driften. Oh, schön, schön. Bisschen bremsen und driften. Wunderschön. Wunderschön. Letzte Runde und die beste Runde. Ach, komm schon, da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. So ist das. Und mir sitzt hier auch schon jemand im Nacken. Komm schon, ich bleib vorn. Ja, supi. Bis auf den kleinen Fehler, den ich mir erlaubt habe. Trotzdem noch gut geschafft, auf der ersten Position geblieben. Und ein Dachbügel gibt's auch noch hier, gratis oben drauf. Toll! Ich sag mal toll, bis hierhin. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, sehr entspannt. Und Zusatzziel: Siege mit mindestens 50 Metern Vorsprung. Ja, wenn es so gut läuft wie bisher, dann auf jeden Fall. Und schon wieder von der Position 13 starte ich hier. Normalerweise müsste ich eigentlich weiter vorne sein, da ich immer die ersten Plätze belege. Aber gut, dann schlingel ich mich halt nach vorne durch. Oh,
Oh, wieder sehr unübersichtlich. Ja, gut, dass man die Minimap hat. Eieieiei. Kommt mir ziemlich lang vor, die Strecke. Oh, hier muss man echt aufpassen. Da fliegen die Reifen durch die Gegend. Jawoll. Und hier geht es noch ein bisschen bergauf, um darauf wieder etwas bergab zu gehen. Bitte überholt mich jetzt nicht. Letzte Runde. Ui, schön hier rumgedriftet. Wow. Wenn das mal immer so gut laufen würde. Autsch. Komm schon. Ah, da kam ich ein bisschen in Schlingern. Aber so ist das mit dem Vorführeffekt. Wunderschön. Auf der ersten Position mal wieder. Wow. Und Sportkolben für den Hammerhead. Vielen lieben Dank für die Sportkolben. Und weiter geht's. Ich habe echt Spaß bis hierhin und ich war auch die ganze Zeit am Mitwippen, wenn ich in die Kurven gefahren bin. Richtig lustig. Das sah bestimmt richtig lustig aus. Gut, dass ich hier keine Facecam am Laufen habe. Sonst hätte man sich ja schlapp gelacht. Sei mindestens eine Runde in Führung. Ja, das lässt sich bestimmt machen, wenn es so gut weiterläuft wie bisher. Ich freue mich schon. Und wieder von der Position 13 hier am Starten. Na gut. Dann schlängel ich mich nach vorne durch. Wird schon klappen. Oh, massives Gruppenkuscheln hier. Eieiei, die Strecke, die hat es in sich. Uiuiui. Also wenn ich hier auf A3 bleibe, dann ist das schon sehr gut. Habe ich das Gefühl. Ha!
Eieieiei, ich bin auf die 1. Auf die 1 gerutscht bin ich hier. Platz 1. Aber wie lange bleibt das so? Mal schauen. Ui, das ging ganz gut. Da bin ich jetzt selbst erstaunt. Bleib weg, bleib weg. Ein bisschen langsam gewesen bin ich hier. Das muss ich wohl zugeben. Na komm schon, ich möchte auf der 1 bleiben. Die ganze Zeit hat es geklappt. Wow, puh, Freunde, das war echt hart, das hätte ich nicht gedacht. Mir sind die Hände sowas von am Schwitzen. Die Stirn schwitzt mir auch schon so langsam. Da kommt man echt ins Schwitzen. Fast wie im Fitnessstudio. Und hier haben wir ein Lederriemen für Killer BS gewonnen. Vielen Dank. Weiter geht's. Puh, ich hoffe, das wird jetzt wieder ein bisschen chilliger. Auf einmal so ein krasser Schwierigkeitsanstieg ist schon hart. Mal schauen, was wir jetzt haben. Das Zusatzziel hatte ich auch erledigt eben. Ganz schön gut. Zusatzziel sei mindestens 2 Runden in Führung. Ui, 2 Runden in Führung sein. Ist auch eine kurze Strecke mit 1,39 Kilometer. Dann legen wir mal los. Jawohl, kleiner Rocket, ab nach vorn mit dir. Oh, immer dieses Gruppenkuscheln und immer dann, wenn es nicht angebracht ist. Oi, schon Erster, so schnell geht's. Ganz schön gemein diese Strecke. Ja, das musste nicht sein. Komm schon. Ach, komm schon, das war doch fast ganz gut. Fast. Letzte Runde. Und da muss ich natürlich noch einen kleinen Unfall bauen. Warum auch nicht, ne? Zusatzziel erreicht auf jeden Fall. Nein. Nein. Das war nicht schön. Das war nicht schön. Mal sehen, ob ich mit der kaputten Karre hier noch den Sieg einfahre.
Jawohl. Trotz Handicap habe ich es geschafft. Boah, das war richtig hart. Wow. Schön. Hätte man besser machen können, aber für meine Verhältnisse doch ganz schön. Und Straßenzündung für den Hammerhead. Vielen Dank dafür. Und dann geht's auch schon weiter. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Wow, ging ja doch ganz fix bis hin. Ich glaube, das war jetzt schon das 6. Rennevent hier. Ja, genau, die 6 war es. Jetzt haben wir 7 und 8. Auch wieder eine kurze Strecke. Noch kürzer sogar. 1,16. Zusatzziel, fahre die beste Runde. Na klar. Und hier wieder von der 13 bin ich am Starten. Aber ist okay. Wäre auch langweilig, wenn man direkt vorne weg starten würde. Dann fällt das Gruppenkuscheln zum Großteil weg. Das wäre dann auch viel zu einfach, glaube ich. Uiuiuiuiuiui. Leute, 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 was macht ihr hier? Ganz schön aggressive Fahrer. Das ging ja noch. Ich bin auf Position 1. Das ist schön. Da möchte ich jetzt auch gern bleiben. Oh, das ist echt eklig, hier lang zu fahren. Da wurde ich auch schon abgelöst vom ersten Platz. Schauen wir mal, ob ich den noch einholen kann hier vorne. Letzte Runde. Uiuiui, den habe ich ganz schön getroffen. Hey, der zieht hier einfach mir vorbei. Boah. War echt knapp, aber okay, man kann nicht immer auf der ersten Position sein, von da gebe ich mich mit dem zweiten Platz mal zufrieden. War auch wirklich schwer hier. Und ein Stahlträger für den Killer BS gewonnen. Was will man mehr? Kann man verkraften. Hab mich doch gut geschlagen bis hierhin. Und das letzte Rennen ist gleich angebrochen. Dann werde ich das Video, glaube ich, auch fürs erste beenden, sonst wird es so lang. Das war auch echt anstrengend. Ich brauche erstmal eine kleine Augenpause, ein bisschen Augenpflege. Beende das Rennen auf Position 1, ja. Ich will den Mund nicht so voll nehmen, aber lässt sich machen. Sehen wir mal weiter. Feuer frei für Rocket! Gruppenkuscheln. Gruppenkuscheln. Und ich bin vorn. Einfach ist die Strecke hier auch nicht. Gar nicht einfach. Überhaupt nicht.
Juhu! Ja, das ging doch ganz gut. Bei den ganzen Kurven. Eine sehr kurvenreiche Strecke. Uiuiuiui. War schon ganz gut. Hätte ein bisschen flüssiger, zügiger gehen können, aber ich bin zufrieden. Jawohl, beendet. Und das als erster. Schön. Ein Rennauspuff für den Nexus RX gewonnen. Wunderbar. Wunderbar. Und damit hätten wir das Event hier auch abgeschlossen. 7 von 8 Sternen erreicht. Wirklich krass. Das finde ich echt gut. Und 780 von 800 Punkten. Finde ich echt gut. Ich bin wirklich zufrieden damit. Was hätten wir denn hier als nächstes? Ein Banger Ways. Achter Schlachter. Das ultimative Smash und Bash Event. Bezeuge dieses atemberaubende Achterform-Spektakel. Okay, Achterform, das ist wirklich ein bisschen anstrengend. Das machen wir in der nächsten Folge dann. Ich habe ja schon 1660 Punkte. Fehlen keine 1000 Punkte mehr. Und dann haben wir hier die Karriere auch abgeschlossen bei den International Profis. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich küsse eure Augen und kämme eure Haare. Schön, wenn ihr bald wieder reinschaut. Lasst gerne mega fettigen Daumen nach oben da und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren und meine Gangstalker dadurch hier auf YouTube werden. Das wäre voll fett. Vielen lieben Dank. Tschüss.